Herzlich willkommen zu deinem Buch-Podcast. Da spricht Tom Oberbichler von be-wonderful.at. Und ich habe heute einen lieben Gast bei mir, die Shelia Stevens von shelia-stevens.com. Die Shelia unterstützt Unternehmer und Unternehmerinnen dabei, ausgebucht zu sein und dann ihr Business auf die nächste Stufe zu heben. Und wir sind schon, wir haben ja, die Shelia war schon bei mir zu Gast, denn wir haben über Zielgruppe und Positionierung gesprochen. Und wir tauschen uns öfter aus. Und jetzt ist ja die Zeit, Ende des Jahres, eignet sich besonders gut, um Bilanz zu ziehen und einen Blick hinauszuwerfen ins Jahr 2016, das kommt, und Pläne zu machen. Über Ziele im Speziellen und im Besonderen habe ich schon in der Folge 40 gesprochen. Und heute möchte ich gern mit der Schelia dann noch einen Schritt weitergehen und ein bisschen einen größeren Rahmen fürs Jahr ziehen. Und bevor wir das so richtig losstarten, Schelia, vielleicht stellst du dich auch noch mal kurz für die Hörer und Hörerinnen vor und sagst, wer du bist, was du machst, wofür du stehst. Ja, sehr gerne. Also, hallo Tom, guten Morgen. Wir haben gerade ein bisschen mit der Technik gespielt. Es ist immer so spannend, gell, wenn man sich online trifft zu diesen Sachen. Ich bin Shelia Stevens, ich bin der virtuelle Coach von shelia-stevens.com. Ich bringe Experten und Solo-Unternehmer bei, wie sie sich auf dem Markt positionieren, mehr Kunden gewinnen und ihr Business online bringen. Und ich bin Amerikanerin, wie man schwer überhören kann. Und das ist eine gute Mischung, finde ich, Tom. So ein Österreicher und ein Amerikaner sprechen Deutsch ist gar nicht so schlecht, gell? Genau. Mit unseren Genau. persönlichen Eigenheiten immer dabei. Ja, genau. Und ja, das glaube ich reicht zu mir. Wir werden eh gleich einsteigen in dieses Thema, was ich super spannend finde. Ich bin auch gespannt, was kommt, so Anfragen gleich kommen, was du diskutieren möchtest. Naja, ich habe ja gerade in der Diskussion mit dir. Im NLP würde man jetzt sagen, ein Format, ja, also eine Übung oder wo es darum geht, einen Blick aufs nächste Jahr zu machen, der mir sehr gut gefallen hat, weil ich rede ja, wenn die Leute zu mir kommen, jetzt wenn es um Bücher geht oder so, mir ist ja immer wichtig, was ist so das große Ganze, was sie erreichen wollen in ihrem Leben, die Richtungen, die sie gehen. Und auch für ein Jahr, du hast ja das so im Prinzip, wo wir darüber gesprochen haben, begonnen damit, dass du so gefragt hast, was ist das Motto, das du deinem nächsten Jahr geben willst, wenn du so willst, die Überschrift. Und dann kam ja dieser für mich sehr, sehr spannende Effekt mit dem The Big Three. Vielleicht stell den Zuhörern einmal vor, wenn du jetzt zuhörst da draußen, du kannst natürlich idealerweise, mach gleich mit es im Kopf, und wenn du einen Zettel hast, dann vielleicht, wenn du nicht gerade Auto fährst oder sowas machst, dann schreibst du dir auch auf. Wie Ja. genau, wie geht das? Wie finde ich meine Big Three und das Motto für mein Jahr 2016? Ja, das können wir besprechen. Also kann ich noch einen Schritt vorher gehen vor dem Big Three? Ist das okay für dich, Tom? Weil das, Ich folge dir. ja. Genau, du fragst mir, weil das ist wichtig, weil als wir uns getroffen haben für unsere Strategieplanung, wir haben über diese Big Three gesprochen, aber weißt du noch, ich habe vorher noch einen vorgelagerten Schritt gemacht, nämlich meine Priority Clarity Statement. Kannst du dich erinnern? Ja. Und ich würde mit dem beginnen, weil das so mächtig für mich war. Und die Idee von dem Priority Clarity Statement habe ich von Charlene Johnson aus ihrem Kurs Smart Success. Und wie das funktioniert, ist, dass man sowas wie, kennst du Tom dieses Work-Life-Wheel, wo man die verschiedenen Bereiche in seinem Leben auf einem Kreis anschaut? Ja, früher von den Kommunikationstrainings und so, wo ich damit gehabt habe, das kenne ich, habe ich schon mal gesehen, ja. Ja, und da steht drin zum Beispiel Dinge wie Freizeit und Leisure Activities, also Freizeitaktivitäten, Hobbys, sowas. Oder da steht ein Teil des Kuchens Spiritualität oder Finanzen, Liebe, Partnerschaft, Gesundheit steht drauf und Wohlbefinden und verschiedene Themen auf diesem Rad. Und die Idee von Shereen Johnson ist, dieses Rad zu nehmen und zu prüfen, wo bist du, momentan hast du die niedrigste Bewertung. Also wenn du jedem Stück des Kuchens eine Bewertung geben müsstest,
eins bis zehn, wo eins schlecht ist und zehn richtig gut. Wo liegst du am niedrigsten? Im aktuellen Stand meinst du jetzt? Ja, genau. Und die Idee ist, dass das Leben ist bewegend. Und das was, wo du hier heute stehst, vielleicht auf die niedrigste Skala, ist in 6 Monate wieder auf 10. Also es kann sich also durchaus verändern. Und es geht eigentlich nur auf die nächsten 6 Monate oder maximal am Jahr, aber eigentlich 6 Monate ist die Betrachtungszeitraum, den man anschaut. Wo bist du gerade nicht so im Reinen mit dir? Ja, also und was möchtest du bessern? Und ich habe das für mich gemacht und ich habe festgestellt, ich hatte im 2015 nicht so viel Freizeit und frühen Feierabend oder volles Wochenende. Ich hatte zwar viele Urlaube, ich habe sehr viel freigenommen über das Jahr, aber ich habe zu intensiv gearbeitet dazwischen für mein Empfinden. Ja? Und einer meiner Grundwerte, wirklich ein wichtiger Lebensgrundwert ist, ich möchte meine Öllampe stets füllen, auf mich aufpassen, ausgeruht und voller Energie sein, sodass ich mein bestes Selbst sein kann in dieser Welt. Ja, also Genau, dieses Regeneration ist total wichtig, ja. total wichtig für mich, weil ich auch ein Mensch bin. Ich tendiere dazu, ganz viel auf meinen Tisch zu laden, weil ich immer so begeisterungsfähig bin für neue Projekte. Und naja, jedenfalls, ich habe das für mich gesehen. Und das kannst du auch tun, lieber Zuhörer. Also einfach mal geh ins Internet, schau dir an. Es gibt etliche von diesen Work-Life-Wheels online, die du herunterladen kannst auf Deutsch und auf Englisch. Google das und prüfe, wo deine momentan niedrigste Wert ist, was du verbessern möchtest. Und Das werde ich auch ja. in die Shownotes reingeben, einen Link, dass das einfach zu finden ist für dich draußen. Ja, genau. Danke. Das ist gut, Tom, dass du das machst. Und dann der nächste Schritt ist, dass du den nächsten Weg gehst und du sagst, okay, was musste ich wirklich konkret tun und leben, um zu honorieren, dass ich diesen Bereich anders leben möchte, vorwärts schreitend. Und ich habe einige Fragenreihen von Charlene Johnson durchgemacht und es sind so Sachen wie, also wie weiß ich, dass ich das honoriere, was wichtig ist? Zum Beispiel dadurch, dass ich bis 18 Uhr mein Computer ausgeschaltet habe und mein Handy ist ganz wo weit weggelegt. Daran erkennst du Oder hältst das ein. daran kenne ich, dass ich das honoriere, was ich sage, ist mir wichtig. Also, und das ist der Unterschied zwischen, ich sage es, ist es mir wichtig, und ich lebe es, ist es mir wichtig. Oder ich weiß, dass ich meine Freizeit, meine Regenerierungsphasen honoriere, wenn ich Samstag und Sonntag komplett frei mache. Ja? Also das war so die vorgelagerte Schritt, und ich habe mir über mehrere Seiten mir das alles aufgeschrieben, dass ich mir selber ein Versprechen mache, Indikatoren aufschreiben, wo ich weiß, dass ich das einhalte und immer wieder das prüfe. Das heißt, bevor ich in die Big 3 gehe, muss ich wissen, die Big 3 müssen darauf aufbauen, weil wenn ich mir Sachen vornehme, die das nicht honorieren, würde das nicht klappen. Ist es so, dass das im Prinzip die Arbeit, die du da machst, rund um das Priority Clarity Statement, dir dann dieses Motto fürs Jahr mal gibt und du dann deine Aktivitäten darauf ausrichtest, dass du das umsetzt? Nein, das gibt mir nicht die Prioritäten für das Jahr, aber was es gibt, ist mir ein Prüfmechanismus. Also wenn ich zum Beispiel sage, mein Motto für nächstes Jahr ist Exzellenz. Also wir haben darüber gesprochen, also wirklich diese Exzellenz in meinem Business, als Coach, als Mentor. Also werde ich einfach besser und exzellenter Dinge liefern. Und immer wenn ich prüfe die Projekte, die ich mir vorknüpfe, um das zu erreichen, wenn ich die zu zielstrebig mache und dadurch meine Regenerierungsphase nicht hinbekommen würde, wäre das natürlich nicht im Honorieren von dem, was ich gesagt habe. Genau, das sind einfach Gegensätze, die da wirken und du darfst sie wahrnehmen und auch in deinem Sinne wirken lassen. Ja. Schön. Gefällt mir gut, ja. Ganz genau. Ganz genau. Und für den Zuschauer könnte es zum Beispiel das Thema sein, was Sie wichtig haben, Finanzen und Umsatz, also für die nächsten 6 Monate. Das heißt,
da wäre dort der ganze Fokus und vielleicht da müsste man das als Prüfen nehmen. Ist das, was ich gerade mache, umsatzfördernd beispielsweise? Oder Genau. ist das nur ein schönes Spiel? Also für jeden wird das einfach anders sein. Ja, interessant. Ich habe letztens einen Podcast, den Freedom Fast Lane Podcast von Ryan Moran, hat er eine Dame zu Gast, die was Ähnliches macht wie du, nur für Unternehmer, die schon im Bereich zwischen 500.000 Dollar, einer Million Umsatz sind. Und die hat zum Beispiel gesagt, es gibt so am Anfang des Business, wenn zum Beispiel Umsatzsteigerung das Ziel ist, so eine Phase, wo es darum geht, zu so ganz vielen Dingen Ja zu sagen. Und wenn du da mal in Schwung gekommen bist, und es hat mich jetzt ein bisschen erinnert, auch bei dem, wie du es eingeleitet hast, na, dann kommt die Phase, wo es einfach ganz wichtig ist, auch Nein zu sagen zu bestimmten Dingen, um weiterzukommen. Ja. Definitiv, also genau, und das ist exakt so. Am Anfang meines Businesses, ich hatte eine Phase, es ging darum, viel Networking zu betreiben, viele Vorträge zu halten, viele Webinare. Ich habe ganz viel Ja gesagt und auch ganz viel pausiert. Also das heißt, also das ist auch wichtig vielleicht zu sagen, wenn du dich fokussierst auf eine Sache, egal was es ist gerade, welche Phase du hast, du musst andere Dinge derweil pausieren. Und in der Phase, wo ich ganz viel angekurbelt habe mit Umsatz und Kundengewinnung und so weiter, ich musste Sachen pausieren wie einfach mitten im Tag brunchen gehen mit einer Freundin. Ich musste pausieren, zu lange auf Facebook einfach spielen oder verweilen. Also was wirst du nicht tun in der Zeit, wo du das im Fokus hast beispielsweise? Das ist ja ganz wichtig, um ehrlich mit sich umzugehen. Also ich sehe es, wenn Unternehmerinnen zu mir kommen und sagen, ich will ein Buch machen. Ne? Und da sage ich immer, pass mal auf, ich meine, dein Leben ist jetzt voll, ne? Und jetzt kommt das Buch dazu. Du darfst ja klar sein, was du nicht mehr machst, um das Buch zu machen, oder was du vielleicht schneller machst oder so. Die 24 Stunden sind ja immer gefüllt mit dem was, ja. Was der Mensch gerade tut. Ja? Sehr interessant. Ja. Definitiv. Definitiv. Ja, genau. Also das ist das Vorgelagerte. Das ist dieses Prüfmechanismen, die vorher passiert, bevor man dieses große Motto irgendwie macht für das nächste Jahr. Und wollen wir jetzt in die Richtung gehen, Tom? Ich lasse dich wieder die Führung. Du, alles ist gut. Ich denke mir, der Job, den wir beide heute haben, ist den Leuten, die zuhören, die Chance zu geben, für sich was mitzunehmen, was sie vielleicht, je mehr praktischer Nutzen dazukommt, desto besser für die Leute. Und darum geht es mir auch, wenn ich dich da jetzt dann noch ein bisschen weiter frage, weil ich glaube, so. Bei mir bleiben natürlich die Dinge hängen, die für mich persönlich am interessantesten sind. Und sozusagen die grobe Richtung für nächstes Jahr für mich, die hatte ich schon klar, bevor wir über das Thema mit dem Big Three gesprochen haben. Für mich ist nächstes Jahr Umsatzsteigerung im Mittelpunkt. Und da war es natürlich super für andere Leute, die überlegen vielleicht noch. Da war das jetzt eine total wertvolle Ergänzung, dass du das Vorfeld mal gebracht hast. Und jetzt machen wir einfach den nächsten Schritt, jetzt im Sinne von vielleicht, ich glaube ja, Menschen funktionieren ja so, wenn du uns jetzt ein bisschen zugehört hast, ein Teil von dir hat ja da schon abgecheckt, wie das bei dir gerade ausschaut, was bei dir so Bereiche in deinem Leben und deinem Business sind, wo du einen Fokus drauflegen magst, wo du einfach merkst, hey, da habe ich echt noch voll das Potenzial und damit 2016 richtig mein Jahr wird, da gebe ich jetzt dort Gas oder geh auch weg vom Gas in manchen Fragen. Und wenn es dann darum geht, dieses auf der hohen Ebene gefundene, wie du sagst, Priority Clarity Statement, wie übersetzt man das auf Deutsch, das geht sozusagen um Klarheit und Prioritäten setzen fürs nächste Jahr oder für deine aktuelle Lebenssituation. Ne? Ja, kommt das ungefähr hin? Ja, genau. Es ist ein Prioritätsklarheitsstatement, würde man wahrscheinlich sagen. Ja, genau. Für die nächsten 6 Monate. Und dann muss ich genau, einen Weg finden, wie ich das in praktisches Denken, Fühlen, Handeln umsetze. Ne? Ja, genau. Ich brauche Guidelines, du sagst schon, mit dem hast du so die oberste Überprüfung und Messlatte. Und da kannst du immer wieder schauen, komme ich dem näher und wie... Wie, was ist jetzt der nächste Schritt im Umsetzen bei der Planung für das nächste Jahr? Genau.
Genau. Der nächste Schritt ist, und du hast es gesagt, also für dich war ganz klar, du bist zu mir in den Zug gesetzt und nach Frankfurt gekommen, was für mich ein Riesengeschenk war, weil wir wollten also unser nächstes Jahr gemeinsam planen. Haben wir vor ein paar Wochen gemacht, gell? Und du kamst klar mit dem, was du wolltest für dein nächstes Jahr. Und bei mir war das irgendwie so ein bisschen klar, und dann haben wir das noch herauskristallisiert. Und zwar, ich habe an einem Mentoring-Treffen teilgenommen in den USA mit meinen Mentoren und mit meiner Mentoring-Gruppe. Und es ging um das Thema, wie schaffe ich es, dass ich nicht austauschbar werde. Ja, darüber habe Genau. ich, Da sind ein Video gell? gemacht, oder? Da gibt es ein cooles Ja, genau. YouTube-Video von der Shelia, da tue ich den Link auch in die Shownotes rein. Genau, wie schaffe ich das nicht austauschbar zu sein? Und wir haben über 2 ganze Tage darüber gesprochen, beispielsweise warum es eine Puppe gibt, die $250 kostet, dann die anderen 25. Und warum schaffen sie das, das Zehnfache zu verlangen für diese Puppe, und warum ist es immer ausgebucht? Darum geht es in dem Video auch im Detail. Und ich wurde so inspiriert von diesem Zweitagestreffen, weil ich gerne, boah, ich wollte, es war für mich wie kann ich mein Geschäft so exzellent aufbauen, so anders aufbauen, so andere tiefgehende Erfahrungen schaffen, dass ich im Markt heraussteche, dass wenn man zu mir kommt, man einfach ein völlig anderes Erlebnis hat in dem Coaching, in dem Training, was da passiert. Und ich kam auf mein übergeordnetes Dachmotto für das nächste Jahr durch diese Inspiration und diesen Treffen. Aber im Grunde genommen kann die Inspiration für dein nächstes Jahr irgendwo herkommen. Tombi, wie bist du auf die Idee gekommen, dass es der Umsatz ist? Naja, weil eigentlich, na, das war recht einfach. Es hat die Umsatzsteigerung in diesem Jahr hat so gut geklappt und ich bin aber und zwar im zweiten Halbjahr noch viel mehr als im letzten, dass dieses Momentum, was ich da gespürt habe und auf das ich auch wirklich lange Jahre zum Teil hingearbeitet habe, einfach aufnehme und sage, ja, okay, da will ich jetzt noch mehr davon. Also das ist jetzt noch nicht das ist noch nicht das Plateau, von dem ich träume, sondern ich habe da noch einfach ganz konkrete Vorstellungen, wo ich hin will und ich habe auch ich weiß auch, wie ich's mache, also und da bin ich voll fokussiert. Also weil ich halt, das hat auch mit meiner Geschichte zu tun, ne? Ich bin ja zum Geldverdienen erst relativ spät gekommen. Mich hat das erst so mit, ja, ungefähr 42 Jahren angefangen zu interessieren. Vorher haben mich andere Dinge interessiert und ich habe meine Exzellenz nicht im Geldverdienen aufgebaut, sondern in dem mit anderen Menschen umgehen, mit mir selber umgehen, Community-Arbeit und solche Sachen, ja. Und jetzt ist das halt mein Thema. Mit der Flagge gehe ich jetzt durch die Welt und ich will mehr von dem Erfolg, den ich jetzt schon habe. Das fühlt sich gut an, ne? Sehr cool, sehr cool. Ja, und die Zuschauer und Zuhörer können eben eigentlich jetzt einfach so mal in sich spüren und sagen, hey, was inspiriert mich für nächstes Jahr? Was könnte mein Dach sein? Also, und wenn du sagst, ich wollte mehr davon, das ist wirklich eine Hinzubewegung. Ich finde das ganz wichtig, weil dieses Hinzubewegen ist, das will ich haben und nicht irgendwie, ich müsste meine Umsätze steigern, ich soll mehr Geld verdienen. Also all dieses Shoulds, Sollte, Sachen, nein, das sollte ich wirklich flashen, das sollte dich wirklich inspirieren. Nur so mal, also auf die Art und Weise vom Gefühl her, wie du auf dieses Thema kommst letztendlich. Genau, oder wenn da, wo dieses Lächeln und das Strahlen ganz von selbst kommt, ne? Ja, Das ist ganz oft so genau. ein guter Moment. Kannst mal kurz zum Spiegel gehen und reinschauen. Das ist ein ganz guter Test, ob das wirklich passt, was du dir da aussuchst. Ja, genau. Und dass du auch dabei ganz bei dir bist, ne? Also das, was du für das nächste Jahr als Motto hast, spielt keine Rolle. Also ich mache meins, du machst deins, was für dich halt gerade ansteht, gell? Genau, da ist es wirklich wichtig, sich nicht mit anderen zu vergleichen, sondern bei mir zu bleiben, ja. Ja, genau. Okay, so dann hat man dieses Dach. Also das ist irgendwie so das Übergeordnete für nächstes Jahr. Und der nächste Schritt ist, okay, wenn das so ist, was sind die 3 Dinge, die das Ganze unterstützen? Ja? Und ich meine, die müssen nicht irgendwie 100% passgenau sein, aber die Idee ist, dass man sagt,
wir Unternehmer und Unternehmerinnen auf dem Markt, wir nehmen uns häufig viel zu viel vor. Wir nehmen uns für das nächste Jahr 10 verschiedene Projekte oder Sachen, Produkte vor. Und es ist die Idee, wer am fokussiertesten unterwegs ist, am reduziertesten, minimalistischsten unterwegs ist, der oder die gewinnt. Mhm. Weil du setzt dich somit so ein paar wichtige, große Pfeiler und es geht nur darum, diese zu machen nächstes Jahr, ohne Überforderung, ohne Überlastung. Und bei mir, also um in dem Beispiel Exzellenz zu bleiben, war für mich klar, um eine exzellente Programme zu haben, möchte ich gern ein Curriculum haben. Ich habe dieses Jahr begonnen mit den ersten Lektionen und Modulen, wo meine Privatcoaching-Kunden, meine Gruppenkunden, dass sie wirklich Richtung und Steuerung von mir kommen. Also das steht auf jeden Fall unter dieser Flagge Exzellenz, Curriculum aufbauen im nächsten Jahr. Das nächste Ding, was bei mir ansteht, ist Community, weil ich möchte die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, mehr verbinden miteinander, weil ich glaube, etwas wird erst dann exzellent, nicht nur, wenn ich es irgendwo von der Spitze ansteuere, sondern wo ich die ganze Gruppe mit dabei habe, das kollektive Gehirn, die kollektive Unterstützung der anderen. Also ist das ein zweites von meinem Big 3 für nächstes Jahr. Und das dritte, und das leitet sich nicht so sehr aus dem Dach ab, aber auf meine künftige Geschäftsmodelle. Also ich möchte in den nächsten Jahren immer mehr die Hebelwirkung von skalierbaren Konzepten und mehr Leute erreichen und so weiter. Und dafür möchte ich meine Menge an Leute auf der E-Mail-Verteilerliste noch vergrößern. Deswegen steht Listbuilding an für nächstes Jahr. Okay. Das heißt, das sind meine Big Three und das sind wiederum so Prüfungspfeiler. Nach dem Motto, wenn eine Gelegenheit, eine Opportunity kommt, sage ich zu dem Ja oder sage ich zu dem Nein, werde ich einfach prüfen bei mir, okay, zahlt es auf mein Curriculum auf, zahlt es auf mein Community auf, zahlt es auf meine List-Building-Maßnahmen auf und wenn nein, entweder mache ich es nicht oder aber ich muss es passend machen. Ich muss es justieren, damit es passend ist. Ist das klar, was ich meine, Tom? Ja, klar. Also so ein Beispiel. Letzte Woche habe ich über Kooperationen gesprochen und was so Möglichkeiten sind, was sinnvoll ist und was nicht. Und das wäre zum Beispiel jetzt für mich da ein klassischer Fall. Also wenn du da deine 3 Punkte hast, ne, und jemand schlägt dir eine Kooperation vor und sagt, hey, lass uns gemeinsam ein Webinar zu dem Thema machen, zum Beispiel, um ein kurzfristiges Projekt zu nehmen, kannst du dann abchecken, okay, passt das für dich zusammen? Ne? Wenn das List-Building, dann wär's, wenn List-Building wichtig ist, dann ist zum Beispiel die Frage wichtig, was passiert mit den E-Mail-Adressen, die gesammelt werden? Weil manche Kooperationen sind so, dass das dann geteilt wird. Wir haben sowas mal gemeinsam gemacht zum Beispiel. Andere, ich habe auch schon Kooperationen gemacht, da war ich als Gast im Webinar, aber die E-Mail-Adressen, die habe ich nicht gesehen, bis heute nicht, ja. Und das war auch nicht vereinbart. Das ist okay. Nur dann kann ich ab, wenn List-Building für mich jetzt top ist, dann werde ich sagen, ja, können wir gerne machen. Und ich bin sehr interessiert daran, diese E-Mail-Adressen zu bekommen. Und darum schlage ich vor, wir machen da so und so und so. Ja, ja, genau. Oder um bei dem Webinar-Thema zu bleiben. Eine Webinar-Kooperation, okay, wenn es nicht List-Building-Zwecken dient, dann kann ich mich fragen, aber wird dabei Content entstehen, was auf mein Curriculum einzahlt? Oder ich könnte mich fragen, könnte ich meine Coaching-Kunden hinzuladen, sodass sie zusammen im Webinarraum mit den anderen Teilnehmern sind? Das wäre wieder meine Idee, die zu verbinden, diese Community-Ansatz zu machen. Also ich bewerte einfach die Dinge unter diesen und schaue, wie ist das letztendlich. Und das ist so wichtig, weil ich sehe so viele von meinen Kunden, sie sagen plötzlich irgendwie aus Begeisterung Ja zu etwas. Und dann stecken sie in eine Situation, wo sie in einem Projekt mit jemandem sind und sie merken auf ein Drittel des Wegs oder den halben Wegs oder vielleicht sogar am Ende, das zahlt eigentlich nicht auf das ein, was ich machen wollte. Und ich habe mich gerade über mehrere Wochen oder im schlimmsten Fall Monate weggezogen von dem, was mir eigentlich wichtig ist, unbewusst dessen, dass ich es tue.
Genau. Nein, Ja. das in allen Bereichen auch zum Beispiel etwas, was wir auch, wo du mich unterstützt hast, na, die Frage, was ist das nächste Buch zum Beispiel, die Themenauswahl, na, wenn sozusagen klar ist bei mir, List-Building ist bei mir zum Beispiel auch ein Thema, dann ist ein Buch immer eine gute Idee, weil es einfach ein geniales List-Building-Instrument ist. Nur Ja. wenn jetzt Umsatzsteigerung auch wichtig ist, dann wird es natürlich nochmal wichtiger, dass das Thema von dem Buch, was ich da jetzt auswähle, auch zu meinen anderen Paketen, Programmen für diesen Verkaufstrichter, den ich baue, wo ich das Buch einordne, wirklich gut dazu passt. Ne? Und dann auf einmal schaust du mit dem Blick drauf und ja, auch Fragen, wo du vorher vielleicht lange unentschlossen warst, weil beides attraktiv ist, merkst du, wenn man es eigentlich ganz eindeutig, jetzt brauche ich das. Ja. Ich schreibe ein Buch über Buchmarketing. Punkt. Ne? Und das kommt dann. Ja. Das Ja, ist absolut. so, wir leben ja in einer Welt, wo extrem viele Einflüsse auf uns zukommen. Es gibt jeden Tag ganz viel Informationen und Reize zu verarbeiten oder auch auszublenden, je nachdem. Und darum finde ich das größte Geschenk, also egal wie weit du jetzt beim Zuhören da schon mitgegangen bist, ob du jetzt für dich auch schon drei Bereiche rausgehört hast oder das jetzt im Nachhinein machst, ist jetzt egal. Was ich so, das große Geschenk, was du da kriegst, ist, du brauchst irgendwelche Mechanismen, Kriterien, die es dir möglichst leicht machen. Nicht nur grundsätzlich, weil wir reden ja von Entscheidungen, die jeden Tag neu zu treffen sind, sondern alltäglich, dich für das zu entscheiden, was dich persönlich wirklich jetzt aktuell am weitesten bringen kann. Ja? Und finde ich Ja, eine super Sache. Ne? Also kein Wunder, dass du da Leute so effektiv dabei unterstützt, ausgebucht zu werden. ja, und es geht auch, Tom, um dieses Thema deselektieren, ja, also deselektieren, ausfiltern, Dinge ignorieren, ausblenden. Und als ich früher gearbeitet habe in Agenturen, und wir haben eine Strategie zum Beispiel gemacht für Markenkommunikation oder eine Strategie für, keine Ahnung, ein Produktrollout, ganz egal. Es ging immer um Komplexitätsreduktion. Komplexitätsreduktion für mich, für die Kunden und für das gesamte Team, dass wir, weil da, ich sag dir, wo Stress mitunter entsteht. Stress entsteht da, wo wir viel zu viele Optionen haben und immer wieder uns damit beschäftigen, unbewusst mit Entscheidungen. Ja? Und je mehr du diese Komplexitätsreduktion machst und die Entscheidungen schon getroffen hast, muss das Gehirn nicht rudern und im Hintergrund immer am Abwägen sein, sondern es ist klar geregelt und der Stress wird reduziert dadurch. Super. Du, wir sind jetzt eh schon weit gekommen. Und wenn ich das nochmal so kurz zusammenfassen darf und gib mir dann nochmal deine Rückmeldung und ergänze es bitte. Also die Einladung an dich da draußen wäre mal Schritt 1, Priority Clarity Statement. Überleg dir wirklich aktuell für dich heute Bilanz ziehen, was den Ist-Zustand berücksichtigen. Denk auch an dieses Work-Life-Rad dabei, die einzelnen Bereiche deines Lebens. Wo hast du Potenzial? Wo wünschst du dir etwas anders, mehr von etwas oder vielleicht auch weniger von etwas? Und schreib dir das auch auf, mach das schriftlich und entwickel daraus dann im nächsten Schritt ein Motto für dein nächstes Jahr und überleg dir, was ist das Wichtigste im nächsten Jahr als Messlatte dafür, wie das alles passt, was du jetzt an Aktivitäten dann reinplanst. Und dann such dir drei Bereiche aus, wo du sagst, da kommt mein Fokus drauf nächsten Jahr. List Building, Community, Wirksamkeit meiner Programme, was auch immer es bei der Arbeitsorganisation könnte auch sowas sein zum Beispiel. Und Ja, oder dann, und dann, Experten, Status aufbauen, genau, ja. und dann legst los. Gut Cool. zusammengefasst Oh, danke. haben. Naja, zum Glück sind wir Menschen ja lernfähig. Das ist ja eins von den coolsten Dingen. Und dann überhaupt hergehen, na, und ich mache das ja gerade.
umsetzen. Also nicht nur zuhören, die spannenden Informationen aufsaugen wie ein Schwamm, das ist eine Sache, aber die dann auch wieder dann ein bisschen die Feuchtigkeit wieder rauszulassen, in eigene Aktivitäten angepasste umzuwandeln. Das ist dann ein guter Weg zu Exzellenz. Und Sheila, du bietest ja auch die Möglichkeit an, wenn du arbeitest ja professionell mit Leuten, wenn jemand Lust hat, da mal so eine virtuelle Kaffeepause, glaube ich, heißt es bei dir, mit der Sheila zu machen. Sag den Leuten vielleicht noch kurz, wo sie dich im Internet finden, wenn sie da ein bisschen, ich kann mir vorstellen, der ein oder andere kennt dich eh schon und will jetzt mehr wissen oder ist auch die Neugier ist sicher da. Ja, genau. Genau. Also die Einladung wäre dann, wenn du dich auch für mehr Struktur wünschst in deinem Business, wenn du den roten Faden suchst, wenn du den nächsten Schritt wissen willst, wie du auf die nächste Stufe kommst, wie auch immer das für dich aussieht, dann besuch mich auf shellystevens.com. Dort gibt es eine Kontaktbox, der poppt hoch aus der untersten rechten Ecke. Dort kannst du dich anmelden für einen unverbindlichen und kostenfreies Kennenlerngespräch, wo wir über deine Ziele sprechen, über dein Business sprechen und wo wir gemeinsam in Erfahrung bringen, ob eine Zusammenarbeit für uns Sinn macht für die nächsten 6 Monate, für das nächste Jahr, je nachdem. Du bist herzlich eingeladen, dich dort einzutragen. Cool, tolle Gelegenheit. Du, Celia, vielen Dank für deinen Besuch hier im Podcast und ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen deiner Ziele und natürlich da draußen dir auch viel Erfolg bei allem, was du tust und frohes Schreiben. Dankeschön.